Oh, Alter, ernsthaft? Haut doch ab, der Drecksack. Danke. So, die sind wir schon mal los. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Vor allem, wie der da auf einmal stand in der Ecke. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Da oben ist auch so ein Stromdingen. Sicher, sicher, ne? Hol er von Slate Shock Jockey. Unsere Aufgabe. Das heißt, wir müssen ihn erledigen. Juhu! Slate. Du bist hier noch nicht fertig, Soldat. Schön leer essen den Teller. Was? Bring's zu Ende. Nein, natürlich nicht. Jetzt bist du ein Blechmann. Ein Blechmann. Shock Jockey. Erstmal ein Fläschchen nehmen. Glück. Press to shoot a bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. So. Warte mal, kann ich sie wieder wegmachen? Danke. So. Drücke L2, um deine Gegner vor dir zu schocken. Halte L2 gedrückt und lasse die Taste dann wieder los, um Schockfallen aufzustellen. Diese Fallen verbinden sich zu einem Netzwerk, das Schaden verursacht. Ah, ja, sehr schön. Sauber. Natürlich. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Ans Töten? Schneller, als du dir vorstellen kannst. Ja. Kehre zu Soldiers Field zurück und schalte Golden... Was stand da gerade? Und schalte die Gondel ein. Achso. Die Gondel. Ich habe Golden gelesen. So. Das war zu einfach. Das war klar. Das wäre zu einfach gewesen, wenn wir einfach diese nur zurücklaufen. Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Das ist nett. Danke. Danke, Elisabeth. Elisabeth. Ihr Name war Elisabeth. Ich traf sie im Internet. Sie hieß Elisabeth. Es geschah im Internet. So, warte mal. Hallo. Keine Zeit. Danke. Alter, ernsthaft? Ich seh nix, ich seh nix. Danke. Alter, was ist mit denen nicht in Ordnung? Sorry, mehr hab ich nicht. Alter, was ist denn da los? Hier, gut, Bocke. Ich spüre, dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Boah, wieso uns einfach eiskalt den Rücken zukehrt, ne? Puh, geh doch alleine weiter. Dann, puh, dann nicht. So. Ja, was, das hat mich erschrocken, was? Allein die Hände waren eklig, was? Nee, ich meine, das komische Gruselbild rechts oben. Achso, das ja. Das stimmt. Der sollte mal zum Mediziner gehen. Warte mal, können wir uns hier wieder Dings holen? Geht das? Ah, nee, das haben wir schon. Schade, ich dachte. Das mit denen in Luft schweben lassen, finde ich auch ganz cool. Achso, Shock Jockey soll ich benutzen. Entschuldigung.
Ich hoffe, die Metallfreaks lassen uns jetzt in Ruhe. Dann würde ich sagen, geht's wieder zurück. Cornelius Slate. Der Mann war schon immer halb Held, das haben wir schon gelesen. Ich war mir nicht sicher, welche Seite gefährlicher war. So, zurück zur Hall of Heroes Plaza. Mosquito. Aha. Ein Soldat! Warte. Ich hab Munition! Danke! War es das? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da ist noch Kundschaft. Hab ich nicht. Es reicht doch, Elisabeth. Wir haben sie alle. In Ordnung. Ein Moskito, lol. Das ist also ein Moskito. Ach, wie cool. Ach, den hätten wir benutzen können für Dings. Ach so. Na dann. Ich nehme natürlich wieder alles mit. Lass mal abkrabbeln hier. Was? Ja, ich hab... Was? Ja, sehr ähnlich. Ich habe einen Kollegen, der einen OP-Simulator gespielt hat. So, müssen die Gondel in Bewegung kriegen. Ich glaube hier, ne? War das hier jetzt? Oder wo müssen wir hin? Achso. Yeah, Geronimo! Oh Gott, was? Elizabeth? Okay. Alter, bleib stehen! Danke. Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr. Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Ja, ich habe die Hosen voll. Von braunen Flecken. Du kannst ja gar nicht mal gucken kommen. So. Der hat keinen Kopf. Nur so zur Info. Ja, geh nach oben. Helf uns mal. So, ich geh jetzt erstmal hier schauen. Was haben wir hier liegen? Gar nichts. Außer ein Portemonnaie. Und für Karabiner Munition. Das ist sehr gut. Wer redet denn die ganze Zeit da? Ich zerquetsch dich wie ein Insekt. Hallo? Erst meint die eine, ich bin zu fett. Jetzt bin ich ein Insekt. Was denn jetzt? Kann ich 3 gedrückt halten? Also, okay. Wie cool! Voll geil. Unser metallischer Freund begleitet uns. Ich glaube, wir müssen jetzt... warte. Warte mal, welche Richtung müssen wir denn jetzt? In die Richtung, ne? Das geht nicht. Das ist die falsche Richtung. Müssen wir da hin? Warte mal, welche Richtung müssen wir denn? Wir kamen von da oben, ne? Wir müssen wieder runter, ne? Kann das sein? Juhu! Geronimo! Ah ja, genau, hier müssen wir wieder hin. Hallo Elisabeth! Es geschah im Internet. Guck mal, da hinten stehen sie schon, die Drecksäcke. Geht das? Danke. Hey,
Wo ist er? Ja, ist nicht schlimm. Ich schaff das, Elisabeth. Elisabeth. Elisabeth ist immer nett. So. Sie ist wirklich immer nett, ne? Puh, das haben wir. Schön. Ich heiße Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Das Booker, ist lieb. Das ist lieb. Wenn du kannst irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Du, hallo Zeus. Willkommen zur Let's Play Live Show und willkommen zu Bioshock. Da drüben ist Munition. Was? Wo? Was? Du kannst mich auch Flexi nennen, wenn du Lust hast. Bleib dir überlassen. So wie alle anderen auch hier im Stream. Warte mal, haben wir den schon? Nee, haben wir noch nicht. Gucken wir mal rein. Was haben wir denn hier? Gesundheit, Kids. Schnell Gesundheit wieder her, Salz wieder her. Ja. Salz. 25% kommen. Gönnen wir uns mal. Munition. Präzisionsgewehr haben wir nicht dabei. Maschinengewehr ist fast voll. Wir können das Maschinengewehr gleich benutzen. Aber ich bin mit dem Karabiner echt voll zufrieden. Also der ist echt gut. Und wir müssen mal gucken, ob wir einen Automaten finden, dass wir das Maschinengewehr vielleicht noch verbessern. So. Ab zur Gondel. Zur Gondel. Alter, 20 Zuschauer. Was? Seid ihr verrückt? Vielen Dank. Hello and welcome. Willkommen zur Let's Play Live Show. Seid ihr verrückt? Vielen Dank. Warte, ich hab grad keine Zeit. Danke. Alter. Ich dachte, wir wären durch mit diesen scheiß Blechaffen. Was war das denn? Ach, hier ist Wasser am Liegen gewesen. Okay. So. Dann drücken wir mal das Knöpfchen. Darf ich bitten? In den dritten. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst. Diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob's geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen, und dem, was ist. Okay. Das heißt... Achso, nee, warte mal. Ich bin so schlau. Sie sind alle weg. Komm raus. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich bin so klug. K-L-U-K. Nein, ich muss den Knopf drücken, Elisabeth. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich bin so klug. K-L-U-K. Oh Gott, 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 oh Gott. So, jetzt sind wir aber da, ne? Ja, Gott sei Dank. Hallo. Was ist das hier? Verkaufsautomat? Creme von Hilly. Beherrschung billiger. Ja, komm, das machen wir mal, oder? Oder machen wir mal. Ja, komm. Sehr schön. Jetzt haben wir zwar ein bisschen Kohle ausgegeben, aber egal. Danke. Danke. Voll geil. Das läuft bei uns, bei Elisabeth und mir. So. Hallo? Wo müssen wir lang? Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Da oben ist auch schon wieder ein Riss, sehe ich. Ganz schön ruhig geworden hier in der City. In der City. Boah, Alter, so springen möchte ich auch mal können. Nein, andere Richtung. Ich sehe nichts. Wo müssen wir denn hin? Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ja, nee, ist klar. Bestimmt müssen wir... Hui! Hinten war irgendwo... Ach, da hinten war die Gondel. Genau, da müssen wir hin, ne? Hier war das, glaube ich, ne? Mussten wir nicht hier irgendwie...
Mit dem Airship irgendwie? Ja, genau. Hier war das. So. Tatsache. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Comstock. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Oh, oh. Jetzt kriegen wir Kundschaft. Jetzt kriegen wir Gesellschaft. Aua, was? Wo? Was? Wer schießt? Ach, da oben. Ja, lass ihn doch Raketen haben. Na, Alter, lass los! Das gibt's doch nicht. Wo ist das andere Schiff? Da oben. Aua, lass das. Ich bin fast down. Ciao. So, die sind schon mal weg. Puh, Alter. Öffne ihn. Alter, wie es hier abgeht. Boah, alter Schwede. Warte mal, wo sind die denn? Ich verliere gerade total den Überblick. Wow, da war doch gerade einer, oder? Hier ist einer. Bam, in die Fresse. Und wenn ich mit dir fertig bin, brauche ich noch deine Freunde. Wirst du sehen. So. Elisabeth, ich bräuchte gleich mal ein bisschen Muni. Das wäre ganz nett. So, warte. So, jetzt sind wir wieder hier. Uah, uah. Der will uns jetzt erstmal helfen. Wer und wo schießt? Ah, da oben. Oder? War es das jetzt so langsam? Das war's doch jetzt, oder? Oh, Gott sei Dank. Wo ist Elisabeth? Was, Patrick? Oh, okay. Warte, wir müssen eben den hier. Alter Schwede. Es war Elisabeth neben mir im Bett. Was? Was ist denn da schon wieder los im Chat? Oh Gott. So, ein Lockpick-Brom.